Hey ho und willkommen zurück zu Ein Idiot Let's Play Tales of Symphonia. Ja, nun gut. Auf der einen Seite, ihr erinnert euch vielleicht an in der letzten Folge, habe ich ein bisschen einen Baum gesucht, der laut Lösung in der Wüste wachsen soll. Aber er wächst nicht in der Wüste, sondern an der Wüste. Naja gut, dadurch identifiziert man Makel in einer Lösung. Also ganz auf meinem Mist ist es mir nicht gewachsen. Jetzt könnte man allerdings argumentieren, hey, weil du bist schon rein, bist du ein Idiot, spielst du blind, du solltest nur eine Lösung spielen. Ja, so ein bisschen recht habt ihr, ja. Und dann, ja, was mir nicht aufgefallen ist, ich weiß es nicht seit wann, aber ihr seht ja auf der Karte, wo ich mich gerade aufhalte, und da ist ein relativ blasses Quadrat, was ja noch nicht besuchte Ortschaften anzeigt. Oh, ja. Und hätte ich mal drauf geachtet, hätte ich das Ding wesentlich früher gefunden und hätte euch nicht so weit in die Irre geführt. So, mal sehen, ob wir unsere Nüsslein hier gewinnbringend einsetzen können. Prüfen wir die Bordke. Offenbar ist das der linke Baum von dem Professor Nova. Professor? Vom Professor? Ich habe den Wohnwagen übrigens nie wieder gefunden. Und seine Familie gesprochen haben. Er ist abgestorben. Lloyd, lass uns zu Professor Nova gehen, um unsere Informationen zu überprüfen. Ja, wir haben schon sehr viel davon vergessen. Warum habt ihr das vergessen? Ihr seid KI ihr seid Idioten! Wir müssen uns in den Städten nach ihm erkunden. Okay, na dann los. Spiel! Warum tust du mir das an? Ich will nicht! Ich hab diesen Scheißbaum gefunden! Ich hab mir Notizen... Nein, ich hab mir natürlich keine Notizen gemacht, wozu auch. Jetzt muss ich mich in den Scheißstädten umhören. Sind die da oder da oder da? Sind die jetzt irgendwie aus dem Höllenschlund ausgespuckt worden? Oder was? Oder haben sie während der ganzen Zeit vergraben? Oh, der Plot sieht vor, dass wir uns vergraben sollen, bis der irgendwann mal am Baum angekommen ist. Und da sind wir einfach mal wieder da. Ja, könnten die sagen, na gut, hier ist Stadt, ich gehe mal rein. Ich habe keine Ahnung. Das steht auch nicht in der Lösung drin. Ja, ich habe die Lösung noch im Kopf. Ich hab die jetzt nicht aufgeschlagen. Wo ist der Wohnwagen? Wo ist der Wohnwagen? Ja, Wüstenoase. Okay. Wohnwagen? Ich habe gute Neuigkeiten. Das finde ich gut. Meine Freunde und ich werden bald an einem Spiel teilnehmen. Es ist das Onkelspiel. Willst du es testen? Was ist ein Onkelspiel? Belohnung? Wohnwagen? Oder was? Dann geht's los. Stufe 1. Fertig? Was soll ich jetzt tun? Soll ich denen die Beine abhacken oder was? Pff, okay. Wer mehr schwitzt, hat gewonnen oder was? Eins. Ja. Zwei. Und jetzt? Hätte ich mir vielleicht mal irgendwie ein Tutorial... ja? Hm, du bist Nummer 1, richtig? Ich bin ziemlich sicher, dass ich... Ich bin gerade etwas sprachlos. Okay, was soll das? Ich hätte nicht geglaubt, dass du so schlecht bist. Hätte mir mal jemand gesagt, was ich zu tun habe? Wollte ich tschüss. Okay, nichts mit Wohnwagen. Idioten, mein Gott. Ein gigantischer Wurm ist in der Drehwüste erschienen und er hat Reisende angegriffen. Wenn ihr durch die Wüste geht, solltet ihr vorsichtig sein. Ein gigantischer Wurm? Hm, das müssen wir überprüfen. Vielleicht hätte er einen Wohnwagen aufgegessen. Oh Gott, jetzt habe ich gedacht, ich bin mal weiter. Nein, ich hätte mal zu Testzwecken einfach mal aufs Screen reingehen sollen. Ja, und heute fühle ich mich, als ob ich von einem Elefanten ausgekotzt wurde. So viel. Ist das ein random Encounter hier in der Wüste? Oh, Wurm. Wurm, er ist bestimmt Zone-Eater. Du siehst eigentlich aus wie ein Wurm. Bist du ein Wurm? Zeige mir, was du bist. Naja, es sind Würmchen. Zwei Stück sogar. Ich lasse den Kampf drin, der dauert ja nicht lang. Blep, blep, blep. Wir sollten die in die Wüste durch... Durchfegen passt besser bei dem Besen. Klasse! So. Moment. Moment. Nee, das ist die Stadt. Das ist das andere. Verdammte Mark! Nein, nicht mag. Okay, gucken wir mal nach. Ob ich jetzt diesen scheiß Wohnwagen mal wiederfinde. Ich werde das, glaube ich, sonst offscreen erledigen. Das hat ja keinen Zweck, mein Gott. Achso, das ist das Triumvirat der dämlichen Ortschaften, Locations, die in einem Bermuda-Triangel Dreieck zusammengefasst sind und fast nicht auf der Weltkarte dargestellt werden können, weil sie zu nah beieinander hocken. So, das letzte Mal diesen bekloppten Wohnwagen gesehen habe, war er etwa hier. Genau hier. Oder fast genau hier. So ähnlich in etwa. Und es klingelt gerade an der Klingel. Bis gleich.
Ich liebe dich, Klingel. Ich habe nämlich gerade, ich muss gerade mein Jobhit aufheben, dankeschön, anscheinend diesen bekloppten Mistwohnwagen gefunden, der weiß Gott nicht auf dieser verdammten Karte als Standort angezeigt wird. Bist du das? Yay! Wo, ich hab's geschafft, ich komme endlich weiter. Hallo, Sarah. Es gibt ja nicht so viele hochliegende Gebiete auf der Welt, also... Ah, ich glaube, ich muss nur mit dir reden. Du fasst alles nochmal zusammen, richtig, Nova? Was ist los? Wir haben den Linkerbaum gefunden, aber wir möchten noch einmal die Informationen darüber hören, weil wir sie am Anfang des Spiels bekommen haben, anstatt jetzt. Na so, dann seht euch mal die Aufzeichnungen an. Standort des Linkerbaums, der Linkerbaum, weg vermutlich an einem, zuvor ist nicht erreichbaren Ort. Ist der Linkerbaum tot, müssten Rainsal künstlich gestärkte Lebenswille des Baums erweckt und der Boden genährt werden. Ja, so hatten wir es auch in Erinnerung. Wenn ihr es in Erinnerung hattet, warum zwingt ihr mich, hier wieder die ganze scheiß Welt abzusuchen? Wenn ihr also unsere derzeitige Situation betrachten, seid ihr alle bekloppt! Wir müssen den Linkerbaum wiederbeleben und den Klang der Nüsse mit dem Wind, schicken? Schicken? Hä, was? Nochmal. Wir müssen den Linkerbaum wiederbeleben und den Klang der Nüsse mit dem Wind schicken. Okay. Was allerdings den Wind angeht... Überlass das mir. Wir haben Sylph, die Elementargeister des Windes, auf unserer Seite. Wie sollen wir den Linkerbaum wiederbeleben? Wir haben die Linkernuss, die wir von diesem Kind bekommen haben. Wenn das Wachstum mit Hilfe eines Exfiers beschleunigen, wenn wir... Ach Gott, ich kann einfach nicht vorlesen, mein Gott. Und meine Heilkräfte mit dem Horn des Einhorns stärken, naja, Horny, der Powerriegel, könnten wir ja vielleicht Erfolg haben. Eventuell benötigen wir auch die Kraft des Elementargeistes der Erde, um den Boden zu nähren. Der Elementargeist der Erde ist mein Job. Überlasst ihn mir. Was ist mit dem Exfier? Da müssen wir wohl Altessa fragen. Nein, nicht so, wenn du. Vielleicht hat Paps auch einen. Wir brauchen doch nur einen, oder? Dann müssen wir uns nur noch um die Melodie kümmern. Ob das wohl schön klingt? Tja, das wissen wir eben nicht. Kein Problem. Ich kann zwar mit dieser kleinen Nuss nicht viel anfangen. Aber wenn der wiederbelebte Linkerbaum große Nüsse trägt, kann ich eine Flöte schnitzen. Eine neue Prothese. Sie muss aussehen wie die von Mythos, richtig? Leute, das kannst du? Ich habe seinen Ding schon so oft gesehen und gespürt. Ich kann dir auswendig sagen, wie das Ding aussieht. Ich zeige dir, was mir mein Papst beigebracht hat. Und wir haben ja auch noch Prisea. Ja, ich werde helfen. Okay, dann machen wir uns auf die Suche nach einem Linkerbaum. Faszinierend. Er ist tot, Jim. Wow. Wirklich? Wie hätte ich den mal gefunden? Wirklich beeindruckend, wie ihr Zusammenhänge erkannt habt. Würdet ihr uns wohl mitnehmen, wenn ihr Raskas wird? Aber ihr passt nicht alle auf die Rayards. Oh, keine Sorge. Wenn es sich bei dem leuchtenden Vogel wirklich um Asuka handelt und ich ein Bündnis mit ihm schließen kann, kann ich ihn jederzeit beschwören. Ich werde ihn euch persönlich zeigen. Moment! Moment! Wieso kann sie den Vogel jederzeit beschwören, wenn ich im Kampf nie was beschwören kann, weil sie niemals in diesem gottverdammten Schwarzwertstatus ist? Ah. Ich habe die Informationen notiert, die ihr gesammelt habt. Bitte sagt Bescheid, wenn ihr sie hören wollt. Okay, lasst uns aufbrechen. Okay, ich muss jetzt also zu Dirk oder zu Altessa, habe ich das richtig verstanden? Mein Gott, was ist das für ein beschnarkster Aufwand? So, wo war Dirk nochmal? Ach ja, der wohnt genau am anderen Ende der Welt. Natürlich. Okay. Das war dieses komische, wo ich eben sagte, Triumvirat des Merbuna-Dreiecks-Punktchen-Gebildes auf der Weltkarte. Was man bald nicht mehr sehen kann. So, muss ich durch diesen beknackten Wald jetzt oder darf ich direkt hier landen? Ich darf direkt hier landen. Oh, ist das klasse. Ole, 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 ole. So. Mal sehen, ob wir das... Nee, das Nüssland haben wir ja. Moment. Paps. Och, Leute. Was ist stimmt mit dir, was nicht? Hast du Exfier-Fragmente oder sowas ähnliches? Fragmente? Damit kannst du nicht genügend Kraft bündeln. Wir brauchen dringend eins. Bitte, Paps, hilf. Na schön hier, aber ich weiß nicht, ob euch das helfen wird. Ich kann nicht gut in dieser Rolle der R's, also... Schon gut, komm mich irgendwann mal wieder besuchen. Gib mir beste Mühe. X4 Shard.
Dieses Spiel ist irgendwie auf Denglisch, oder? Naja, egal. Geh weg, Sidan. Ja. Ich hatte irgendwas gelesen, dass hier, glaube ich, irgendwie nochmal ein Wunderkoch auftaucht. Ich gehe mal nach draußen. Vielleicht taucht der Wunderkoch draußen auf. Ich weiß es nicht. Ich probiere hier alles nochmal aus, aber scheinbar... Ich meine, das ist ja... wie sage ich das jetzt am besten? Ich meine, wir sind jahrelang, monatelang, keine Ahnung, wie lange wir jetzt hier weg sind. Aber der Empfang ist alles andere als hässlich. Oh, mein Sean, du warst so lange weg. Ich habe mir nicht geträumt oder erträumt dich noch jemals wieder lebend zum Gesicht. Ihr wisst, was ich meine. Zu Gesicht zu bekommen. Oh, endlich bist du... Nein, vergiss nicht mal eine Träne und der reißt sich nicht mal ein Stück Bart aus oder... Keine Ahnung, kocht eine Suppe für uns. Er ist einfach nur... Jetzt muss ich doch mein Testament auf dich ausstellen, nicht auf meine knackige Elfenfrau, Geliebte, namens Bruce Willis. Okay, jetzt haben wir das Ding. Ja, okay, ich werde jetzt nochmal wieder zurück zum Baum zurückkehren, kurz speichern und dann sehen wir uns wieder, wenn ich nicht den linken Baum betrete, sondern den linken Baum dann betrete. Ciao, bis gleich. In der Hoffnung... Lass das noch ins Video reinpassen, dass nicht wieder so eine elend, furchtbar, extrem lange Sequenz wird. Oder mit irgendwelchen behinderten Minispielen versehen ist. Professor China, seid ihr bereit? Ja, ich bin bereit. Ja, jederzeit. Habt ihr auch eine Gießkanne mitgenommen? Okay, Professor China, los geht's. Gut, drehte zurück. Schlammcatchen, Catfight! Jetzt bin ich dran. Ich beschwöre dich, Diener der von Mutter Erde. Erde, Feuer, Wind, Wasser, Liebe. Nein, nicht Liebe mit dem da. Was gibt's? Gnome, bitte mach diesen Boden wieder fruchtbar. Eigentlich heißt er Gnome auf Englisch. Gnome. Egal. Alles da. Warum hat er einen Heiligenschein? Warum macht er die Luft fruchtbar und nicht den Boden? Will er etwa... Nein, ich hatte schon gedacht, er rammt sein männliches Teil in den Boden und, ja, zeigt mal, was Fruchtbarkeit bedeutet. Okay, Rain. Ja. Ja. Ach Gott, ich kann keine Stimmen mehr nachmachen. Horn des Einhorns, verleihe mir deine Kraft. Plop! Resurrection! Wow, wow. Da wächst aber viel. Toll, der linke Baum lebt wieder. Wahnsinn, Rain, du bist fantastisch. Lloyd, Presser, der Rest liegt bei euch. Verstanden, Lloyd. Was müssen wir denn jetzt machen? Den abhacken? Ja, wie wäre es mit diesem? Hast du die Nüsse hochhalten oder was? Werde eine Nacht brauchen. Hab noch ein bisschen Geduld. Für was? Gut. Eine Nacht für was? Mit deinen Nüssen zu spielen oder was? Gehen ist hier. Neue Nüsse für dich. Lloyd, Presser, perfekt. Achso, der musste... Ach, egal, ich blick nicht durch, bin ganz ehrlich. Jetzt kommt der letzte Schritt. Genius, China. Yeah! Ufz, 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 badada, badada, badada. Ja, los geht's. Jetzt kommt die Liebe. Die Liebe. Die Liebe hängt an den Bäumen in Form von Nüsslein. Seht. Es hat zwei Köpfe. Also, das ist Asuka. Wie soll ich das... Wer ruft mich? Herr Kaiser. Asuka, wir brauchen deine Macht. Bitte schließ einen Pakt mit mir. Pakt, wo ist Luna? Bei Sailor Moon. Wir haben noch keinen Pakt mit Luna geschlossen. Aber wir brauchen dich. Ich wünsche keinen Pakt mit dir, außer Luna ist bei mir. Kann reimen, das Teil. Dann lasst uns einen Pakt mit Luna schließen. Dann werde ich mich zu Luna begeben. Lebt wohl. Ja, einverstanden. Danke, Asuka. Wir treffen uns wieder. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Miauts, genau. China, ist das in Ordnung so? Er hat gesagt, dass er einen Pakt schließen wird. Es gibt keinen Grund, es sofort zu tun. Außer, dass die Welt in unmittelbarer Gefahr ist. In der Tat. Luna und Asuka sind beide Elementargeister des Lichts. Wenn Luna für den Mana-Connex verantwortlich ist, ist es nicht erforderlich, den Pakt mit Asuka hier und jetzt zu erzwingen. Jetzt müssen wir nur noch Luna aufsuchen und offiziell den Pakt mit ihr schließen. Wir werden von beiden zur selben Zeit auf die Probe gestellt. Das ist wohl unvermeidlich. Wie es kommt, so kommt's. Okay, los geht's. Linka Ocarina erhalten.
werden wir den Pakt mit den beiden Lesbengeisterpaar schließen können, werden wir einen schönen Brustkampf erleben. All das erfahren wir natürlich in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia. Bis dann wünscht euch der Feind des Schreckens einen schönen Abend. Bye.